Herzlich willkommen bei Für Nüsse, dem Podcast mit Dirk und Klaus. Herzlich willkommen alle neuen Zuhörer, herzlich willkommen unsere drei alten Zuhörer. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite, ihr neuen Zuhörer. Ihr seid hier bei Für Nüsse, dem einzigen Podcast. Punkt. Ja, genau. Heute an einem ganz besonderen Tag, denn heute ist ein Tag nach dem Tag der verschwundenen Socke. Das war gestern? Ja. Hm. Ja. Gibt's wirklich. Und heute ist Herrentag. Ach Quatsch, heute ist Christi Himmelfahrt. Ja, die Herrentagspartien, die wir heute nicht begangen haben, weil wir uns hier in der Dachloge Herrentag treffen. Sagt man doch eher im Osten, oder? Also in Hannover sagt keiner Herrentag. Es ist weniger ein Ost-West-Ding als ein regionales Ding in Deutschland. Ich hatte neulich mal wieder was darüber gelesen, weil aus Brandenburg, aber schon Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, kam halt der Brauch des Herrentags. Das passt ja dann. Oder der Herrentagspartien, ja genau, aber halt auch in Berlin. Ja, es passt ja auch in Osten. Ja, geografisch, aber normalerweise sagst du Osten ja politisch. Ja, da habe ich, nee. Naja. Das sagt man politisch, okay. Nee, also bei uns hat man immer Vatertag, oder sagt man immer Vatertag. Ja. So. Oder Himmelfahrt, ja. Also. Oder Männertag. Nee, sagt man auch nicht. Männertag. Männertag ist auch ein separater Tag. Es gibt ja den Tag des Mannes. Wie es Tag der Jogginghose gibt, so. Ja, aber auf jeden Fall sind wir heute nicht wie sonst. Gut gelaunt. So oft mit einem Boot unterwegs und Bier und ich bin mir sicher, die Crew der Eisvogel vermisst uns schon. Aber wir haben es doch letztes Jahr auch nicht gemacht. Letztes Jahr haben wir es auch nicht gemacht. Das sage ich ja wie sonst so oft. Wir haben 10 Jahre gemacht. Irgendwann muss man auch mal Schluss sagen. Tja. Aber es soll in diesem Podcast gar nicht darum gehen, was wir heute nicht machen, sondern darum, was wir heute machen. Und das ist wie immer eine Frage. Klären. Ja. Ich dachte mal, als Mensch, die Temperaturen steigen wieder. Wie kommen Dirk und Klaus eigentlich mit der Hitze klar? Ehrlich? Was sind unsere Hitzebewältigungsstrategien? Aber ihr werdet ja kreativ. Naja, also abwarten. Morgen sollen es wieder 20 Grad sein, das ist alles wieder gut. Ja, ich. Ja, ich glaube, dein heißester Tipp, den ich jetzt gerne mal raushole, ist eine nasse Hose und dann ins Bett damit. Hast du doch damals gerne erzählt, dass du halt irgendwie so eine Jeans-Werbung kopiert hast und hast halt irgendwie mit Jeans dich geduscht und dich dann ins Bett gelegt. Das sind ungefähr 3 Anekdoten, die ich mal erzählt habe, die du gerade vermischt hast. Was? Dass du mal geduscht hast, dass du mal eine Hose hattest und dass du mir hingelegt hast, oder? Richtig. Ah, okay. Nasses T-Shirt hatte ich tatsächlich mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Das ist super. Vor allem mit so Sportshirts. Aber also der Anfängertrick ist ja, Mensch, du packst es einfach tagsüber ins Tiefkühlfach. Dann ziehst du richtig kalten Pyjama an. Aber das ist halt. Für alle, die noch Pyjama haben. 5 ne? Minuten lustig. Ja, ich würde jetzt behaupten, es gibt gar nicht mehr so viele Pyjama-Träger. Also ich will mit meinem Satin-Pyjama schön über meinen Satin-Bettwäsche rutschen. Hast du Pyjama überhaupt? Nee. Aha, weil Satin-Bettwäsche hast du ja diese... Satin-Bettwäsche, check, für alle Zuhörerinnen da draußen. Oder Zuhörer. Oder Zuhörer. Hallo. Ja. Oder alle intersexuellen Zuhörer. Zuhörandos, sagt man ja, glaube ich. Ah, das Supergeschlecht. Ja. Wieso singen sie jetzt dazu das Back to the Future Theme? Weil das ein super Film ist. Ah. Ja. Nicht? Ich dachte, wenn dann aus Superman würde sich anbieten. Also auf jeden Fall ist es bei mir die Taktik, irgendwie wie so ein angeschossenes Reh irgendwo da zu liegen. Also da gibt es gar nicht groß irgendwie, dass ich mir irgendwelche besonderen Drinks mache oder zu besonderen Uhrzeiten nur irgendwas bestimmt. Die Energieausgabe reduzieren. Also. Ja, aber richtig. Also ich bin jetzt auch kein, also ich bin jetzt auch nicht so der Typ von wegen, also wir sind glaube ich beide so Sonnenvermeider, wenn es geht. Wir sind jetzt von wegen, oh geil, 30 Grad im Schatten, lass mal in die Sonne uns setzen und irgendwie schön rot die gesunde so. Lederbräune, genau. Wenn meine Haut sich noch vom Sofa unterscheiden lässt, ja. Hat einen Fehler gemacht.
Nee, da bin ich so. Also es ist jetzt auch nicht ganz weiß, weil ich nicht der Typ bin, aber würde die elegante Blässe eher vorziehen, als halt irgendwie so eine schöne, ja, weiß nicht, so einen schönen Assi-Toaster halt irgendwie so, so ein Geißenbräune irgendwie. Das ist irgendwie nicht so meins. Ja, weiß nicht. Also ich bin auch kein Seetyp, also ich muss dann auch nicht irgendwie so, also alleine vielleicht oder mit wenigen Leuten. Mehr der Hörtyp, sagst du. Genau. Aber jetzt halt irgendwie zu so einem See fahren, wo dann halt 150.000 Leute dicht auf dicht geklatscht sind. Also habe ich halt auch schon alles hinter mir, aber ist jetzt, nee. Also generell so, so Hitze und Menschen, das ist auch eine blöde Kombi, finde ich. Ich kenne noch meinen jetziger Schlaftipp, weil das mit den nassen T-Shirts und eisigen T-Shirts alles ein bisschen. Aber jetzt ist ja noch nicht schlimm, oder? Suboptimal. Nee, aber ich meine, wir müssen ja unsere Zuhörer darauf vorbereiten, wie es wird. Es wird immer heißer. Dirk hat mir vorher noch erzählt, wie er glaubt, dass der Klimawandel ein Hoax ist. Genau wie die Evolution. Ich bin aber eine Flatliner jetzt. Nee, ja. Flat Earther. Ich bin jetzt Flatliner. Ich bin Fan von den alten Kevin Bacon-Filmen. Genau, und tot. Ja, die sollen ziemlich gut sein. Und diese komischen, wie nennt man, also wie heißt denn das Äquivalent zum Globus von so einem Flat Earther, den man auch kaufen kann? Landkarte? Plate oder so, ja. Und die verkaufen sich wohl ziemlich gut. So, ja. Und es ist ja halt auch, wenn ich das letztens gesehen, dass, das wusste ich gar nicht, weil ich mich gefragt habe, wie denn deren Theorie dann funktioniert, dass die Pole das Ganze ja umschließen und dazu da sind, also die dass das Wasser nicht rausläuft. Genau. Ja, klar. Ja, ja sicher doch. Fand ich super. Und die Weltregierung patrouilliert an der Grenze, ja, damit ja. du keine Fotos Man machen kannst. Man kann auch nicht dahin fliegen. Es gibt ja. auch keine Möglichkeiten und von denen ist es ja nur dann in der Theorie. Also es wird ja oft erzählt, dass es Menschen an den Polen gibt. Die haben dann halt, das sind dann halt Inuits etc. Aber das ist in Wirklichkeit, sind das halt alles irgendwelche regierungseigene Gruppierungen, die halt extra dort vor Ort stationiert sind. Ja. Und das sind ja auch die einzigen Gebiete, wo sich plötzlich alle Länder darauf einigen können, dass das geteilt ist oder so. Mhm. Und das ist dann halt auch ein Grund dafür, dass man sagt, naja, ist ja klar, weil das ist ja das Ende. Da müssen sie halt zusammenhalten. Ja. Wahnsinn. Und halt auch von wegen, auch oft so einfache Fragen, wenn man sagt, haben sie schon mal einen Langstreckenflug gemacht? Ja, da konnte man aber nichts sehen. Und dann ging es halt um einfache Fotos aus dem Cockpit. Ja. Und da war ja schon die Krümmung zu sehen. Klar, ja. Und das haben sie dann halt auch einfach so gesagt, na okay, wenn wir jetzt hier das Foto mal nehmen und dann halt eine horizontale Linie ziehen, merken sie ja schon, das weicht ja ihrer Krümmung ein bisschen ab. Ja, das liegt ja daran, das fand ich super, dass der Fotoapparat oder die Kamera generell ist ja eine runde Linse. Und deine runde Linse kann ja keine ebenen Fotos machen, sondern die sind immer leicht gebogen. Und das liegt, also das Auge sieht es gerade, aber die Linse kann es nicht greifen. Ja. Ah, verstehe. Ja, wie, was glauben Flat Earther dann, wie der Tag-Nacht-Wechsel funktioniert? Das ist das Taschenlampenprinzip. Also, dass halt eine höhere Macht, also Gott, die sind ja auch gerne dann halt krass dann irgendwie so verbunden mit irgendwie. Ja. Okay, es ist also, die Sonne ist also eher so ein Spot. Genau, und die schwingen dann immer so hin und her. Also werden dann halt von Gotteskraft, Mond und Sonne und sowas werden immer hin und her geschwungen und dann halt auch die ganzen kleinen süßen Nadelpunktartigen Sterne beziehungsweise Planeten, die dann halt auch von Gotteskraft dann halt immer ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler gemacht werden oder so. Also Wahnsinn. Und ganz viele, was in Amerika eher erlaubt ist, einfach mal so aus Gründen der Dummheit, ganz viele Flat Earther nehmen ihre Kinder aus der Schule. Also der Boom geht gerade hoch und es werden immer mehr Flat Earther. Alleine in Deutschland gibt es halt irgendwie, würde man sagen, ja okay, da gibt es ein paar Tausend. Es gibt so um die 150.000 oder 180.000 Flat Earther, Tendenz steigend. Und geht einher mit Pegida, AfD etc. Ja, also ist so gruselig. Wie habe ich mal im Internet gelesen, die Flat Earth Theorie hat Anhänger rund um den Globus. Wie haben sie das erklärt? Ja, aber das war halt dann irgendwie ganz super. Und das ging auch irgendwie ein bisschen
ein bisschen die Parallelen zu den, wie heißt die, Kreationisten, diese Hardcore-Katholiken oder was das ist. Ja, wo ja sogar der Papst irgendwann mal vor ein paar Jahren gesagt hat, nee, doch, Evolution gibt's. Ich weiß nicht, ob es der aktuelle ist oder noch einer davor. Aber am stärksten immer noch in Amerika. Ne? Und das hätte ich auch nicht gedacht, ein Drittel aller Bürger Amerikas sind halt Kreationisten. Ein Drittel. Wo du denkst, what? Mhm. Es gab doch heute bei den Simpsons, gab es doch auch mal die Diskussion, wo sie dann Skinner im Büro gestellt haben, naja, wir glauben, neben Darwin sollten wir noch andere alternative Evolutionstheorien unterrichten. Da steht auch noch so da, Lamarck? Also die Evolutionstheorie, dass sich angeeignete Fähigkeiten vererben. Also die Giraffe hat so einen langen Hals, weil sie über Generationen mussten die Tiere immer den Hals länger strecken, um oben ans Blattwerk zu kommen. Das hat sich dann weiter vererbt. Ja, verstehe. Was ja, also klar, uns kommt es heute natürlich vollkommen absurd vor, aber so im, ich glaube, 18. Jahrhundert durchaus legitime Methode, dann zu sagen halt, ne, nicht die natürliche Auslese hat dafür gesorgt, dass die Tiere mit dem langen Hals sich besser ernähren, sondern die Tiere haben den Hals immer länger gestreckt und das wurde immer weiter vererbt. Nice. Es gibt übrigens in Kentucky tatsächlich die Arche, gebaut von Kreationisten. Weißt, da hat doch John Oliver mal was drüber gemacht, oder? Weißt du, wie groß, beziehungsweise wie teuer die ist? Da hat John Oliver auf jeden Fall was drüber gemacht, ja. Sag mal. 100 Millionen Dollar. Und das ist das größte. Wo hat denn Noah das ganze Geld her gehabt damals? Und das ist das größte freistehende Holzgebäude der Welt. Ist ein Monster-Koloss. Wenn du drinnen bist, wirst du die ganze Zeit mit so einer Action-Musik beschallt. Und natürlich überall halt irgendwelche kleinen Boxen, so Gitterboxen, Holzgitterboxen, wo dann halt Tiere paarweise halt drin ausgestellt werden. Und auch Fantasietiere. Es gibt halt Art Dinosaurier-Drachenwesen, weil da ja Drachenfabeln halt überliefert wurden, ist das ja der Beweis für, was die dummen anderen annehmen für Dinosaurier, also dass es Drachen gab. Und dann halt auch welche, die es überhaupt nicht gibt. Also ganz bizarre, also so eine Art, was habe ich da gesehen, so eine Art Riesenschildkröte ohne Panzer mit einer weichen, schuppigen Haut und einem breiten Maul irgendwie. Und das waren so eine Reißmalzahnvariation. Okay. Aber wahrscheinlich haben die auch einfach nur mit einem hohen Zeh ihre Beute erlegt oder so. Also, und da war es dann auch nur, dass also die Kreationisten gesagt haben, es geht ja auch nur um die göttliche Kreativität, die in diesem Bild halt steckt und nicht um einen Fakt. Und den Bau, den haben sie halt finanziert zu, also weil sie damit auch zeigen wollten, wie groß ihre Anhängerschaft ist, zu über einem Drittel mit Spendengeldern. Und das generell haben sie mit Einnahmen, die sie dann halt meist durch Kreationisten halt, die dann auch da hinkommen, sich das angucken, haben sie in unter einem Jahr wieder raus, die 100 Millionen. Und jetzt ist es halt einfach so eine Geldmaschine. Ja, meine Güte, also ne, jetzt weiß man auch, warum Noah seine Arche gebaut hat, weil er pleite war. Die Menschen, komm, nehmen wir hier die Kängurus und was noch alles. Ich meine, die Kreationisten haben auch mal lustige dann Theorien dann. Ich kenne eher die Dinosaurier-Theorie, dass die Dinosaurierknochen deswegen auf der Erde sind, weil Gott unseren Glauben testen möchte. Ah, okay. Also ne, der Gott versteckt die ganze Zeit so Spuren, dass das Evolution wahr ist. Aber eigentlich müssen wir einfach nur fest dran glauben. Der ist bestimmt auch König der Schnitzeljäger, oder? Oder so ein Ashton Kutcher-Punk-Typ. Yo, punkt! Au, 90er Jahre, oder? Das war doch der Anfang für Ashton Kutcher, oder? Ja, womöglich. Ich habe gerade nicht gedacht, so Punk, das ist doch super, aber stimmt. Ja. Ja, das war gut. Ja. Ein kleiner Schweif in den. Aber zurück in die Hitze. Religiösen Bereich, ne? Ja. Es war ja auch damals öfter mal heiß in der Wüste. Sinai. So. 40 Tage ohne Eis. Ja. Ja, also mein Tipp, was ich echt nur weiterempfehlen kann, an so richtig heißen Tagen, legt man ein Handtuch neben sich. Ins Punkt. Bett. Und morgens nimmt man schon so eine 1,5 Liter Plastikflasche, füllt die mit Wasser, macht sie ins Eisfach, dann hat man nachts so einen Eisblock, den man neben sich legen kann. Aber man legt morgens schon das Handtuch hin, oder? Und wartet 12 Stunden. Gut. Ja. Man freut sich ja schon aufs Bett gehen. Stimmt. Legt das Handtuch hin, legt dann die Eisflasche neben sich, die absorbiert ein bisschen Wärme, die man abstrahlt. Gibt allgemein ein kühlendes Gefühl. Man kann ja noch eine Perücke aufsetzen, vielleicht ein bisschen Lippenstift. Mm. Also nach eigener Präferenz. Das verstehe ich. Ja. Aber da hat man ein deutlich kühleres Schlafgefühl. Darf man anstatt einer
Eisflasche auch Kühlakkus nehmen? Kannst auch machen, wenn du welche hast. Ja. Du hast Kühlakkus. Ich habe diese komischen blauen Gel-Pads. Die habe ich auch, weil die werden bei mir immer undicht nach einer Weile. Ja, du darfst im Schlaf auch nicht dran rumknabbern. Ach, wenn du das ja eben so beschrieben hast. Das ist schon ganz schön lecker, das Gel. Dass du halt irgendwie dir deinen Lippenstift auf die Flasche malst und so, dann gehe ich davon aus, dass du auch theoretisch küssend schlafend, knabbernd irgendwie einschläfst. Mhm. Und wenn du dann halt, ich weiß gar nicht, ob man dieses blaue Glibberzeug verköstigen sollte. Naja, die besten Dinge im Leben sind verboten. So, in diesem Sinne, jeder jetzt mal eine Schüssel von dem blauen Glibber. Ja. Das Gute ist ja, dass das Zeug auch nicht richtig fest wird, es wird so halb fest. Haben wir das nicht mal neulich gesehen, dass es auch also roten Glibber gibt? Lidl hat so ein Set an blauem und rotem Glibber verkauft, so als Wärme- und Kühlakkus. Ich wollte gerade sagen. Wobei es natürlich beides, ich glaube, es ist beides derselbe Glibber mit anderem Farbstoff, aber dann hast du wahrscheinlich optisch das Gefühl, nee, ich komme fürs Wärmekissen, nehme ich mal den roten Glibber. Das macht ja auch, denke ich, irgendwie was aus. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass unsere Psyche ein bisschen mitspielt, ja, wenn wir halt uns so einen eiskalten roten Klotz auf die Schulter legen oder eiskalten blauen, dass wir dann schon sagen beim blauen, ja klar, ist ja blau. Und beim roten, So wie, was habe ich letztens gehört, Nachspeisen werden generell immer auf weißem Geschirr serviert, weil das suggeriert, oder wir haben das Gefühl, das ist süßer, als wenn es auf schwarz oder rot serviert ist. Ich meine, okay, schwarze und rote Geschirrsachen, wenn man da öffentlich irgendwo ist, dann sollte ich mich nur mal überlegen, ob das nicht so das Café der 80er ist. Also am besten so ein Oktagon-Teller in schwarz. Das ist dann. Ja. Da empfehle ich mal, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber das Eiscafé Florida. Mm. So ein Berliner Eisklassiker, der in Spandau irgendwo rumsteht, und die haben so richtig 80er-Jahre-Geschirr. Aber so richtig, also auch die Eisschalen sind auch alle irgendwie so ganz komisch eckig, okay, und so dicke Glasdinger. Bei uns war es in den 90ern total in, nee, also Anfang der 90er, im Hort, wenn du irgendwie Geburtstag hattest und du wurdest halt, weiß nicht, 11 oder sowas, also wurdest schon ein bisschen Anfang, also als beginnender Teenager, wolltest dich ein bisschen abheben davon, dass du ja eigentlich noch totales Kind bist und würdest dich freuen eigentlich über einen Eimer Zucker. Und dann hast du die halt immer von, das war damals so eine gehypte Glasmarke, irgendwie so ein komisches Trinkglas gewünscht. Und das hatten halt alle sich gewünscht. Und dann war es natürlich für die Angestellten super leicht, dann halt irgendwie für 1,20 Mark da halt irgendwie, das hieß so ähnlich wie jetzt diese Marke von Lidl Ernesto, aber es ist irgendwie so Leonardo oder Gilberto oder sowas. Ja. Und da hat sich jeder halt immer ein Glas nur gewünscht. Und das war halt oben durchsichtig, nach unten wurde es milchig. Unten war der Boden, war dann halt entweder blau, rot oder sowas. Ja, ja, ja. Und ich hatte das dann halt in blau. Und nice, habe mich total gefreut. Und dann, aber auch einfach nur, ich wollte das haben, weil es jeder hatte. Aber ich habe natürlich so einen Scheiß nicht gesammelt. Und dann hat man auch nicht draus getrunken, sondern zu Hause ist das hingestellt wie so ein Pokal, das ist dann zugestaubt ist. Und irgendwas den Scheiß weggeschmissen. Und man dachte, warum denn? Und mancher, sowas hatte ich aber auch zu Hause. Und auch in achteckig. Genau. Ja, und dazu gab es dann halt auch teilweise, hatten dann irgendwie manche so einen Sammelscheiß, so wie halt dann Großmutters Sammeltassen, gab es die dann halt in den 90ern. Aber in cool. Genau, wo du dann halt eine Tasse, Untertasse, Teller, Untertasse und Tasse und das halt alles in dem schwarzen, vielkantigen Scheiß. Ach, geil. Und das dann halt auch in so Klavierlack-Optik, also richtig, wo du dich drin sehen konntest und dachtest, was für ein Scheiß. Und ja, und das dann halt auf so einem komischen Tablett zu Hause im Regal stehen, vor am besten so einer Fotowand, wo du ganz wild 1000 Fotos wild aufgeklebt hast von irgendwelchen Partybildern. Wir haben Sammeln cool gemacht. Genau. Das war auch die Zeit des Aufklebersammelns, wo in der Schule halt alle ihre Sammelheftchen hatten mit Aufklebern, wo man Aufkleber auf so eine komische Folienseite geklebt hat, wo man die wieder abziehen konnte und woanders reinkleben konnte. Und da hat man halt dann irgendwie getauscht, weiß nicht, 5 normale Bärchen waren ein Stoffbärchengesicht wert oder sowas. Ah, das war kurz nach der Murmelzeit. Ja, ich erinnere mich. Also so ein Scheiß. Und das wurde bei mir irgendwann abgelöst durch so Panini-Alben von Turtles. Ja, also ich meine, Panini ist ja eigentlich noch älter. Mir fehlt die 177. Ja. Das wurde dann halt auch alles, also später war da noch, das war sogar im Gymnasium, dass die Leute, die so ein bisschen nerdig unterwegs waren, diese komischen Action-Monster-Karten hatten, so. Weiß nicht, Zauber 7, Gift Magic 3. The Gathering. Ja, irgendwie sowas. Und dann teilweise halt die eingeschweißten oder in richtig so einen kleinen, durchsichtigen
Ja, Clip. Klar. Ja. Und wo sie gesagt haben, Alter, die sind 50 Mark wert. Und das war niemals. Doch, das ist der Optron 7, der hatte 50 Augen, 20. Optron beim 7 hat 5 Angriff, ruiniert die ersten 4 Karten aus dem gegnerischen Deck. Genau. Dir plus 9 Gesundheit. Ja. Ja, sicher doch, ja. Ich weiß, dass wir irgendwann mal so einen Tag im Gericht gemacht haben und saßen halt ein bisschen gelangweilt rum, weil die Fälle halt nicht so geil waren. Und die ganzen nerdigen Jungs haben sich die ganze Zeit da voll gestritten, weil die hatten dann auch mal Ordner. Die hatten diese komischen Sammelordner dabei, die ja größer waren als Steuererklärung für 3 Jahre oder was in so einem Ordner. Und die auch scheiße schwer waren. Und die hatten dann auch die ersten Messen besucht da und haben sich dann da ganz günstig für nur 100 Mark zusammen dann halt irgendwie den Daligos, der Göttliche. Genau, den Zilbron 3, Sohn des Krompo, geholt oder was. Da ist so, oh. Ja. Jetzt haben wir es trotzdem nicht geklärt mit der Hitze, ja. Also ich bin ja ein Typ, der gerne Eis schlabbert. Das finde ich ja schon. Boom, schlabberlaber, boom, schlabberlaber, boom. So. Bürger Lars Dietrich, jetzt bekannt als, ich glaube, Kindermoderator von etlichen Kindersendungen. Also ist ja auch ganz gut, wenn man sich da etabliert im Kika. Und der moderiert dann alles weg. Frisur fragwürdig wie so ein Hardcore-AfDler. Der hat dann halt immer so einen ganz brutalen, engen Seitenscheitel. Der hat noch Haare. Ich dachte, die Glatze wäre mir irgendwie der Zwang gewesen in den 90ern. Das ist doch der sich die Arme so verdrehen kann, ne? Weiß ich nicht. Der immer so total lustig redet. Ja, das schon, ja. Ja, ja. Der hat halt Vollbart und hat halt krasse Friese so und hat halt immer noch diesen Hip-Hop-Look aus den 90ern, was sehr lustig ist. Ja. Und der taucht halt immer bei irgendwelchen Kinderproduktionen auch bei Serien irgendwie auf und moderiert halt ganz. Also ich glaube, da ist er super etabliert mit Elton zusammen oder sowas und dann, wenn du da drinne bist, ne, dann bist du ja wahrscheinlich auch mehr oder minder froh, weil ach, was ich noch sagen wollte, heute kommen wir richtig zum Thema. Ja. Selbstgemachter Eiskaffee. Ich trinke ja keinen Kaffee, ich finde ja Kaffee irgendwie bläh. Aber meine Mutter hat früher Eiskaffee selber gemacht, also richtig starken Filterkaffee, den dann abkühlen, dann den nochmal separat in den Tiefkühler rein und dann halt einfach nur Vanilleeis, selbstgemachte Schlagsahne und dann halt dann ordentlichen Schuss Kaffee drauf. Und das fand ich immer geil. Also, weil ich den Kaffeeduft mag ich total und klassisch wahrscheinlich wie jedes dusselige Kind so den ganz milden Kaffeegeschmack mit ganz viel Zucker und Vanille und sowas, den kann ich dann auch noch ab. Aber so rein Kaffee, da dreht sich meine Zunge nach innen. So, das geht dann nicht. Aber so finde ich ganz geil. Also tatsächlich, was ich da empfehlen kann, ist nicht nur Vanilleeis, sondern auch mal ein paar andere Eissorten ausprobieren. So Haselnuss oder so? Also Milchspeise. Genau, genau. Also anders Milchspeise, nicht Erdbeer. Frucht finde ich ganz wieder. Also generell finde ich Frucht als nicht so. Oder Sorbets finde ich auch immer so. Geht bei mir aber nicht im Kaffee. Also ansonsten so Haselnuss oder Stracciatella oder sowas. Oder Schokolade, wenn man Schokoladeneis mag. Du sagst Stracciatella. Stracciatella. Ja. Oder einfach mal so ein Vianetta reintunken in die Tasse. Oh, Vianetta. Das war damals was aber auch so. Was in der Werbung aussieht wie so ein richtiger Männeroberarm. Und dann hat man es zu Hause, dann ist es so ein Salzstreuer. Das war damals bei meiner Oma am Sonntag, wenn wir da halt irgendwie gegessen haben, was ganz Besonderes. Also dieser Mini-Block Vianetta, der kleine war jetzt Kinderpfote. Und dann wurde dann halt millimetermäßig abgemessen. Was machst du denn da? Ich versuche nur das Geräusch nachzustellen, was? Weil es sagt doch mal, wenn du mit dem Messer reingehst, dann knackt. Genau. Ja, kann ich jetzt nicht unterschreiben. Abbildung ähnlich. Also jedenfalls hat jeder dann so gesagt, ja, aber nur maximal ein Daumen. Daumen war schon das große Stück. Ja. In der Regel gab es so Zeigefinger groß, breite Dinger. Und dann vorsichtig mit dem Messer gerade runtergeschnitten. Meist hat man unten diese komische Plastikform, in dem das lag, halt immer angebrochen. Und dann hast du das in Schälchen gekriegt, obwohl das ja flach war. Das war auch mal ein bisschen blöd zu essen. Ich habe es auch in einer Schale gegessen. Sehr geil. Und da hat man sich auch als Kind dann immer manchmal so ein komplettes, langes Stück mit dieser Schokoladendinger so in den Hals gerammelt. Oh, das ist tief! Und dann wird es ein bisschen. Das war halt. Das ist aber auch ein gutes Eis. Ja, also ich meine, du hast was zu tun. Das ist jetzt nicht schlecken, sondern du musst halt schlecken und knabbern. Und somit kannst du die Kinder ein bisschen reduzieren auf, ne, mach das mal, anstatt es jetzt einfach zu inhalieren wie alles andere, was ihr Süßes reinpumpt. Wie können wir die Mischung aus Eis und Kuchen noch besser machen, wenn es knackt?
Anderson, Sie sind befördert. Es sieht ja ein bisschen aus wie kalte Schnauze, beziehungsweise hier, glaube ich, heißt kalter es kalter Hund. Hund. Ja. Dieser Palminblock mit ein bisschen Schokolade noch dazu und ein bisschen Teig. Da bin ich echt kein Fan von. Nee, das ist ja auch einfach so ein Nachkriegsding gewesen. Ja, ja. Damit kriegst du halt einfach 10 Kinder, so einen kleinen kalte Schnauze. Also ich meine, so prinzipiell dem nachempfunden ist ja Pickup. Ja, gut, aber da haben sie halt einfach mal so 80% Palmin rausgezogen. Ja, genau, das ist die gute Variante davon. Ja. Leckerer Riegel, aber ansonsten so, original kalter Hund. Ui, ui, ui. Ja, ich meine, ist halt auch nur ein Zeitding, ne? Ja, so hast du halt die Kinder ruhig gekriegt. Und ich weiß, dass halt irgendwann mal meine Oma mir eins zu Geburtstag so gemacht hat. Und ich kannte das gar nicht. Aber meine Mutter und mein Stiefvater hat gleich so, und bei denen war gleich Erinnerung, weil früher war es halt einfach so, es sah erstmal nach Schokolade aus, aber eigentlich hast du in schieres Fett gebissen und das dann auch meist kalt. Da ist ja auch nicht, dass du gleich Applaus dafür kriegst, wenn du dir morgens mal so einen Block Butter reinbeißt. Obwohl, ich kenne ja einen oder anderen, der sich gerne mal im Sofa einen Block Butter mit Ketchup reingepfiffen hat. Und unser Heimwerkergruß geht an. ja, aber prinzipiell ist ja auch das, was außen am Magnum ist, nur Fettglasur. Also, Palmfett und Schokolade. Da gibt's auch, klar, so die Standardsorten sind eigentlich ganz lecker, aber es gibt so ein paar echt perverse Sorten, die mal so. Magnum, oder was? Genau, die mal so saisonale Dinger sind. Da gibt's auch eins mit Espresso-Bohnensplittern. Oh. Und so dunklem Eis außen, das ist schon ganz schön pervers gut gewesen. Ach so, das ist gut. Okay. Yeah, yeah. Also, ich mag so ja, ja. Also so Kaffeeglasur und halt so leichte Splitter. Oh. Also ich mag ja nicht so auf Karamellstückchen oder auf so Zuckerstückchen so raufbeißen. Und da gibt es halt so eine Rittersport, Kaffee, Mokka, bla bla bla. Da sind halt so kleine Kaffeestückchen drin, die sind halt okay. Mhm. Aber ich glaube, damit das halt so ein bisschen bei Verarbeitung leichter zu setzen war oder sowas, ringsrum sind die meist in so, also kristallisierter Zucker so drumrum. Und das ist immer, was ich denke, das finde ich auch ganz doof. Das gefällt mir nicht. Ja, ne. Hm. Aber es gibt ja viele Leute, die sagen dann bei warmen Temperaturen auch Tee trinken. Ja, das machen alle in den südlichen Ländern. Ja, genau. In Ägypten saufen die literweise 40 Grad heißen das Tee. Das und scharfe Speisen. Scharfe Speisen. Auch aus ähnlichen Gründen, weil das den Blutkreislauf anregt. Das Blut wird dann in die Extremitäten gepumpt. Langärmlich tragen. Da kann es dann abkühlen. Mehrschichtig, dünn, langärmlich, weiß. Das musst du auch immer tragen. Und nicht wie wir, eng und nur noch die Nippel bedeckt oder so. Das, ja. Aber da gehörst du auch nicht zu, einen Tee zu trinken im Sommer. Ich glaube, ich trinke nicht mehr oder weniger Tee im Sommer oder im Winter. Also ich bin jetzt kein, oder selten, das mache ich dann wahrscheinlich doch eher im Winter, mal so Nachmittagstee. Aber ich trinke halt schwarzen Tee zum Frühstück und dann war's das. Und es ist mir, glaube ich, egal, ob es 40 Grad oder minus 10 sind. Ja. Ich weiß es nicht. Also ich bin auch kein, früher gab es bei uns auch immer so, was ich überhaupt nicht gut finde, bei richtig heißen Temperaturen. Ja, man mag ja gar nicht so richtig was Warmes essen. Heute gibt es Kaltschale. Kaltschale ist auch. Auch gerne im Kindergarten oder im Hort. Ja. Oh, das war ja einfach nur so eine sämige, kalte Zuckersuppe, wo dann meist halt so Grießklumpen, Pflaume und irgendwie anderen Scheiß drin war. Und auch dachte, was habe ich denn gemacht? Das heißt, wenn du irgendwie so eine warme Süßspeise, Speise erkalten lässt und dann musst du sie essen. So wenn sie kurz vorm Glibbern ist. So. Und das ist Kaltschale. Nee. Also isst du irgendwelche besondere Sachen? Salate tatsächlich esse ich einfach viel, viel häufiger, ja. Ja, ja, ich pumpe mich da halt auch nicht so voll. Das merkt man halt schon, dass, also zumal, wenn man halt irgendwas vorhat oder irgendwo hin muss oder so ein Quatsch, dass man merkt, man ist wesentlich schneller erschöpft oder, weiß nicht, schön ist halt, wenn du zum Casting gehst und hast dann halt diese Glanzstirn, die dann kurz vor, mir läuft die Suppe und dann sollst du so ganz entspannt irgendwas machen und bist dann auch noch im erwärmten Studio und denkst, Alter, das nächste, was ich mache, ist mit meiner Stirn auf die Tischkante hier knallen. Ja, man verliert ja auch gerne mal irgendwie, wenn man 10 Minuten aus der Tür geht, 3 Liter Schweiß. Ja. Das ist, wenn wir zum Beispiel trainieren und ich allein die Treppen runtergehe und wir haben jetzt einen richtig schönen warmen Tag. Bevor wir loslaufen und uns treffen, merke ich schon, geil. Ich jetzt schon verschwitzt. Jetzt schon, also
dass auch das Training sich so ein bisschen ändert. Ich glaube, ich trainiere lieber dann natürlich abends, aber dann halt auch lieber irgendwie Kraft als Kondition. Weil Kraft ist halt so, das zieht sich so, es kann sich halt, du kannst es halt so gut variieren, dass du halt sagst, ich fange erstmal ein bisschen wenig Gewicht oder die Übung nicht so schwer oder sowas. Aber im Laufen läufst du. Ich mache es genau umgekehrt. Okay. Dass du lieber läufst im Sommer. Ja, ich gehe dann halt, also im Winter, weil ich dann halt oft nicht die Lust habe, bei den Minusgraden noch die lange Strecke zu laufen. Und im Sommer gehe ich halt lieber raus, laufe eine Stunde, habe so ein bisschen abkühlenden Fahrtwind und laufe durch den Wald, das ist ein bisschen kühler. Abkühlender Fahrtwind? Ja. Also läufst du jetzt oder fährst du dann doch mit dem Taxi? Naja, ich laufe halt mit. Aber dabei kriegst du Fahrtwind. In gewisser Geschwindigkeit, ja. Kein Laufwind. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, was waren da so noch allen heiße Tipps? Tipps für heißes Wetter. Ich meine, hast du denn in deiner Umgebung, in deinem sozialen Umfeld irgendwelche großen Veränderungen, dass du merkst, von denen, abgesehen von der Kleidung? Also bei dir. Ja, genau. Weil ich kein soziales Umfeld habe. Er ist wie Hinkebein, den wir nur am Freitag rausholen. Wie was? Bei Pulp Fiction. Ah. Da haben sie auch, hieß er nicht Hinkebein? Holen Hinkebein ran, ist denn schon Donnerstag? Egal. Und so ist halt Klaus auch. Ja. Bloß halt, wir machen ihm den Zipper am Mund immer frei, damit er moderieren kann. Und danach wird zu. Dann wird er halt nur wie ein Zäpfchen ernährt. Ja, so wie die Russen trinken. Genau, ja. Was ist denn das hier? Haare. Ja, aber was war denn jetzt deine... ob ich in meinem Umfeld merke, dass... Ja, also ob das jetzt unabhängig von meiner Person, der Rest, den du so kennst an Menschen, ob die sich halt mit Tipps überschütten oder großartig anders verhalten. So. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, ich trinke unheimlich gerne im Sommer mal ein Alster. Das kommt mir im Winter nicht in die Tüte oder da kommt gar nicht die Idee. Meist kriege ich nach dem zweiten oder dritten schon ziemlich pappigen Mund, weil du klebst ja richtig zu damit. Ist halt immer echt so viel Limo, was du sonst nie trinkst. Ist denn das hier? Aber das ist so für mich so ein Sommergetränk. Bin ich also in keiner Form und Weise Fan von. Also selbst wenn ich irgendwie vorher Sport gemacht habe und eigentlich lieber ein Alster trinken sollte, das kriege ich nicht runter. Also die paar Male. Sollte? Naja, wenn du halt irgendwie trinken gehst nach dem Sport und dann halt denkst, okay, ich alkoholfreies Bier geh's mal langsam an. Ja, aber das mache ich dann lieber als, ich habe echt auch nur eine Handvoll Alster in meinem Leben getrunken. Ich krieg's nicht runter. Ja, naja, dann ist also, ja okay. Also ich meine, es ist auch immer so ein Mischungsverhältnis. Ja. Also wenn man es halb und halb macht, finde ich sehr schwierig. Abends halt schön, auch weil es noch ein bisschen dehydriert, so eine schöne Cola Light an einem heißen Tag. Ah, das habe ich auch lange nicht mehr gedacht, beziehungsweise eine Zero oder sowas. Aber da muss dann aber echt, die muss Eiswürfel satt haben. Also das mag ich nicht so nur so kalt, sondern da musst du jedes Mal trinken, dass du schon fast mit der Lippe kleben bleibst am eiskalten Eiswürfel. Das finde ich auch gut. Wo das ja auch total bescheuert ist, weil du ja weißt, in dem Moment ist der Körper nur am Arbeiten, um das Ding rund aufzuwärmen, damit es halt zu verarbeiten geht und nicht eiskalt dann weitergeschickt wird. Ja, und du verlierst halt noch Flüssigkeit durch Koffein und Zucker. Nice. Oder beziehungsweise Koffein und Süßungsmittel. Süßungsmittel. Ja, aber es ist halt einfach schon ein gutes Sommerabendsgetränk. Ja. Bisschen. Also wenn wir uns zum Beispiel im Sommer betrinken, dann sind wir auch gar nicht so glaube ich, schnapslastig unterwegs wie im Winter, oder? Ich fühle mich ja schon im Sommer, wenn ich morgens aufstehe, ohne was getrunken zu haben, verkatert. Mhm. Einfach, wenn man dann in so einer Schweißlache aufwacht. Und so, das ist halt mein auch. Mein Kopf. Also ich mach's zwar nicht, aber eigentlich vom Gefühl her fände ich es schon geil, wenn jemand irgendwie jeden Tag mein Bett beziehen würde. Weil das ist dann, also... Das ist halt, als wenn du irgendwie ordentliche Erkältung hast und mal 3 Tage durchschwitzt, dann sagst du auch, okay, danach, ich beziehe alles neu. So, und im Sommer, wenn er aber natürlicherweise schwitzt, weil es so warm ist, dann sagst du ja auch nicht irgendwie, jetzt mal jetzt neu. Sondern denkst das dünstet ein bisschen aus. Wie meine Hose. Dann lieber mit so einem Industriedampfreiniger übers Bett gehen. Ja. Es gibt ja noch Leute, die können ohne Laken schlafen oder ohne sich zuzudecken. Ach. Das zum Beispiel kann ich auch nicht. Ich habe dann aber immer nur den Bettbezug drüber. Genau. Alleine der schwere, dicke, lange, heiße Arm, wenn der sich dann auf meinen Oberkörper oder auf mein Bein legt, dann wärme ich mich ja gegenseitig. Das bringt mir gar nichts. Oder sich so hinzulegen, dass man nichts berührt. Beine berühren The nicht. The floor is lava. Genau. Und ganz schwierig, auch wenn es richtig heiß ist, wenn man mit jemandem im Bett pennt. Das finde ich auch, da bin ich jetzt, ich kann eh am besten alleine pennen, aber es ist halt so, das ist, finde ich, dann auch am schwierigsten, weil
dann ist halt überall lauern versteckte Wärmequellen. Genau. Ja. Also es ist ja alleine Hand auf deiner Schulter. Es ist in 5 Minuten denkst du so, oh, als wenn da jemand eine Folienkartoffel hingelegt hätte. Das lege ich dir auch manchmal ins Bett. Ich habe ja deine Schlüssel. Ja. Schlage ich mich im Sommer nachts hin und lege dir eine schöne Folienkartoffel neben das Kissen. Ja, das ist wieder ein deutscher Prank. Haha. Und der andere ist das einfach. Ist doch bestimmt auch so ein mega YouTube-Erfolg. Ja, mega krasser Folienkartoffel-Prank-Fail. Ich glaube, wenn man so hardcore durchziehen würde, einfach Leute überall in den unmöglichsten Positionen eine Folienkartoffel hinlegen. Ich wette, das würde irgendwann so. Naja, kannst wahrscheinlich mit jedem Scheiß Scheibenwischwasser halt irgendwie aufs Bett legen oder sowas. Und dann, wow, was geht da? Ja. Aber da fällt mir ein, hier der Superstau, das ist auch so super total heiß und alle müssen halt mit ihren Vorräten sparen, nur halt der Ottfried Fischer mit seinem Camper, der ist auch so krass gut ausgerüstet und dann siehst du auch schon Leute, die dann halt in ihrem alten Kadett oder sowas sitzen und dann halt nackig und haben nur noch Handtücher vor den Fenstern und irgendwer, da gehen auch irgendwelche Jungs rum, die dann halt bei anderen Stauisten, ich habe keine Ahnung, Leute, die im Stau stehen, das Scheibenwischwasser austrinken. Haben sie nicht ihr eigenes Scheibenwischwasser? Haben wir schon ausgetrunken. Ja, da ist auch Hitze. Scheibenwischwasser trinken. Ich gehöre dann auch zu den Leuten, die im Sommer, wenn es halt so richtig warm ist, auch ständig duschen. Also ich dusche ja immer kalt. Ja. Und dann halt wirklich ab und zu, wenn ich mal nach Hause komme, mich dann einmal nur kurz unter die Brause stelle. Nur um einmal so die Kälte über den Körper laufen zu haben. Ja, aber für mich, also bei mir passiert dann eigentlich immer, dass der Körper sich dann relativ schnell versucht, wieder aufzuwärmen. Dass es erstmal so ein erfrischendes Gefühl ist, wenn ich mir den abtrockne und sonst was. Und dann 10 Minuten später habe ich das Gefühl, kriege ich gerade ein bisschen Hitze durch das Kalte vorher. Und mich das regelmäßig, dann wäre ich so. Ja, das ist, glaube ich, wie so Saunagänge, dass du danach dann halt dich kalt abduscht und dann wieder heiß aufgepumpt bist. Oder wenn man zu Hause sitzt, einfach mal erstmal auf so ein Kühlpack dann auf die Beine legen. Du hast gar keine Kühlpacks. Du legst dann eine angemalte Flasche auf die Beine. Ja, das heißt ja nicht, dass ich keine Kühlpacks habe. Aber du magst die Flasche lieber. Richtig. Aber auf deine Beine darf deine Flasche nicht. Nette Kurve. Nee, aber das Kühlpack kann man einfach halt, wenn man da sitzt, sich rauflegen. Das bleibt dann einigermaßen da, wo es sein soll. Ja, man soll ja auch diese ganzen geilen Tipps, dass man sich die Handgelenke unter fließend kaltem Wasser, damit man halt das Blut da abkühlt und das dann so im Körper ein bisschen runter. Das merke ich schon, wenn ich richtig so überhitzt von draußen komme. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Das gibt im Moment mir mal ein geiles Gefühl, so eiskaltes Wasser über die Handgelenke. Aber was ich früher geil fand als Kind, habe ich mich gerne bei uns zu Hause auf die kalten Terrakotta-Fliesen gelegt. Wie unser Kater, der kam dann halt, wenn es richtig heiß war, ist er so 3-4 Schritte rein und dann ist der, patsch, lag der da wie so ein zerflossener Käse und ich habe mich meist nur daneben gelegt, dachte, ah ja, stimmt, geil, auch geil. Ja, so auf kalte Fliesen oder so. Ja. Einfach auf einen kalten Boden legen, generell. Ja. Einfach. Ja, das ist echt schön. Ja. Wie das niedergestreckte Reh. Bist du so ein Freibad-Planscher oder Seeplanscher? Auf jeden Fall. Nichts macht Klaus lieber, als ins Wasser zu gehen. Das ist komisch, ne? Also ich glaube, alleine würde ich das dann schon machen. Aber ich glaube, es ist immer diese Menschen. Also ich bin da generell kein Fan von. Auch das Wasser im Freibad. So eine Mischung aus Chlor und Kinderpipi. Naja, bei mir muss so am Meer, wenn ich am Meer bin, dann. Also bei mir muss irgendwas passieren. So, also am Meer müssen dann coole Wellen sein. Das finde ich dann lustig. Also ich brauche immer so ein bisschen Plansche-Spaß. Ich bin ja jetzt nicht so ein Typ, der sich halt ins Wasser schmeißt und dann halt, ich ziehe meine 15 Bahn oder sowas. Ja. Das finde ich dann so. Deswegen finde ich bei Seen auch geil, wenn der See zum Beispiel irgendwie so klassisch, irgendwie ein Baum hängt darüber. Man kann vom Baum reinspringen oder eine Schaukel, dass man da so sich reinschwingt über so ein Seil oder sowas. Ohne Abenteuerrutsche, das finde ich halt dann lustig in Verbindung dann mit dem Wasser, aber einfach nur, guck mal, das Wasser, geil, dann sind wir nass und dann was? Dann kann ich dir Crystal Lake empfehlen. Was? Schon okay. Ich dachte, du verstehst. Freitag der 13. Ach so, ich wusste nicht, dass das Crystal Lake. Ja. So hatte ich die jetzt nicht im Kopf. Ja. Im ersten Teil hat das doch die Mutter gemacht, ne? Ja, genau. Ich finde ja auch in Seen. Spoiler Alert.
zu spät. Für alle, die so rückwärts hören. Für einen 40 Jahre alten Film. Kann Christel nicht irgendwie rückwärts sprechen? War das nicht so? Ja. Aber die kann, wie war das? Die kann das Wort, was du ihr sagst, ad hoc rückwärts sagen. So. Ja. Das war auch ein verrücktes Huhn. Nee, ich finde generell, also generell so in den See springen, echt unschön in den meisten Seen. Ja, das stimmt. Also in Städten oder in Stadtnähe, ist hat einfach, die sind halt meistens zu klein, umgekippt. Ja. Wenn es halt jetzt nicht wie der, sowas wie der Chiemsee ist, dann ist es halt oft einfach zu klein. So viele Leute sind da, zu viele Kinder pinkeln rein. Oder zu wenige. Wow. Mhm. Ich glaube, in Hannover waren wir mal am Blauen See, hieß das Ding. Und es war dann irgendwann uncool. Natürlich ist es eigentlich bei jedem zweiten Bagger-Schwimmsee der Fall, aber dann ging halt das Gerücht rum, beziehungsweise es stimmte bestimmt auch, dass man da irgendwann mal dann Toten rausgezogen hat nach etlichen Wochen. Und dann ist halt so kurzzeitig, dass du denkst, aber jetzt mal ganz ehrlich, da wo viele Menschen regelmäßig dann im Sommer rumplanschen und dann halt auch viele voll Hacke sich ins Wasser schmeißen, Hitzschlag, alkoholisiert, versuchen einfach mal so total assi über den See quer zu schwimmen und dann plötzlich, also das ist jetzt ja keine Geschichte. Und die Wochenende bei Bernie verbringen. Der Film, wo sie mit dem Toten in Urlaub fahren. Weekend at Bernie's. Okay, es gibt so viele, also auch hier, wie heißt er mit Chevy Chase, da haben sie auch die tote Oma auf dem Dach, die wo sie zu diesem Freizeitpark wollen, zu Wally Land oder sowas, wo hier der Onkel Buck-Darsteller noch eine kleine Nebenrolle spielt. Heißt der nicht nur Vacation? Die Griffins? Nein, die haben ja so viele, Griswolds. Haben ja so viele Namen, also ich glaube irgendwie die Griswolds auf großer Fahrt. Naja, die deutschen Dinger waren ja immer sowas wie die irren Vier auf Achse oder so eine Dinge. Stimmt. Wobei, das fand ich immer geil, wenn du das in der Fernsehzeitung gelesen hast, du wusstest überhaupt nicht, was das für ein Film sein sollte. Also das kann National Lampoon's Vacation sein, und das hätte genauso gut ein Streifen mit Thomas Gottschalk, Mike Krüger, Jürgen von der Lippe und Frank Zander. Frank Zander ist, was für eine Kombi. Die so, gab's doch bestimmt. Jungs, und ihr wollt in meinem Taxi ans Meer fahren? Diese Fahrt ist nur für euch. Hier diese ganzen Supernasenteile und sowas, da sind doch etliche bekannte, damalige Bekannte aufgetreten hier. Karl Dall und alle anderen. Aber, da fällt mir ein, das ist tatsächlich ein ganz guter Tipp, für einen richtig heißen Tag einfach ins Kino gehen. Die sind meist krass klimatisiert und leer, das stimmt, ja. Wenn man hier irgendwie am Treptower Park im Park Center da halt in CineStar geht, beispielsweise, das ist krass. Genau, also halt nicht versuchen, hier das Arthouse-Kino zu unterstützen, schön ins Multiplex. Genau. Die haben bessere Klimaanlagen. Ja. Hier hört das zuerst. Und das ist sogar ein bisschen gefährlich, wenn du dann da halt nur im kurzen Höschen reinspringst, dass du dann denkst, Alter, ich kann hier nicht 2 Stunden sitzen. Da fällt mir was ab, das ist ja eisekalt. Muss ich einen Bezug abziehen und mich nichts reinsetzen. Nichts bekleidet, also außer der Popcorn-Schüssel auf dem Löres. Das ist echt, das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, dass ich halt dann im Hochsommer irgendwo in öffentlichen Einrichtungen oder in sowas drin war und dachte, zu kalt. Auch gerne mal, ist das BVG oder irgendwas? Nee, aber irgendwas, oder Bahn. Manchmal gibt es halt diese Momente, wo die Bahn dann einfach sagt, Klimaanlage an oder aus und nicht halt auf eine Temperatur. Und wenn die dann halt einfach stur, defekt an ist. Die Tram, finde ich, die Tram ist ziemlich kalt. Oder dann denke so, Alter, ich steige eine früher aus. Und dann gehst du ja in so eine Wand, wo du halt einfach mal so 20 Grad Unterschied hast. Das ist ja auch immer das Gefährliche. So. Das ist so ein bisschen wie diese Wärmetauscherwelle da bei Lidl. Wenn du da im Winter reingehst und gehst dann draußen irgendwie minus 10 Grad, dann gehst du halt durch diese heiße, trockene Wandsuppe durch und dann bist du plötzlich bei plus 25. Was ich ja sowieso nicht, also das habe ich schon bei so Dingern wie Karstadt und Hertie nie verstanden, dass die den Laden im Winter immer, nee, damals, aber dass die den Laden halt immer, ich war ja auch seit 1000 Jahren nicht mehr in sowas drin, aber dass die den Laden im Winter immer auf 30 Grad hochheizen, dass die Leute denken, ach schön, ich komme gerade aus dem Winter mit einem Mantel rein, jetzt möchte ich hier im T-Shirt und kurzen Hosen nach Koffern und Parfum suchen. Dieses Gefühl von, naja, aber was machen wir denn, wenn der Kunde nur 3 Minuten drin ist? Der wird sich ja nicht in der Kürze der Zeit aufhören. Natürlich, bei 20 Grad oder 25 Grad Raumtemperatur ist der super schnell warm. Oh mein Gott, er hat eine Nacht gekriegt von dem Tod. Ich muss mal ganz kurz schauen.
Aber ist in Ordnung. Er kann seinen Penis noch sehen. Alles gut. Noch und wieder. Was haben wir denn sonst noch so? Was kann man denn sonst noch so Gutes im Sommer machen? So ein Calippo essen. Oh, Calippo Fitz. Was denn? Das klingt wie Gin Fitz. Wieso heißt das doch, oder? Echt? Ist so eine Sorte von Calippo. Calippo ist ja die Marke und ja. Fitz ist halt eine Sorte. Es gab ja auch, weiß nicht, Calippo Kirsche, Calippo bla bla bla. Und ein schönes Bum-Bum. Boah, nice. Mit diesen, dafür werden auch Schlümpfe getötet, oder? Das ist dieser undefinierbare und dennoch gar nicht so doofe Geschmack von dem Eis. Plus die Glasur ist halt eine plastikrote Giftscheiße. Und dazu der Kaugummi im Stiel für danach. Den habe ich früher mal so geliebt, bis ich dann immer mitgekriegt habe, diese 30-Pfennig-Kaugummis aus dem Automaten, die halt seit 20 Jahren da austrocknen, die sind besser als die Bum-Bum-Kaugummis. Und da ist noch ein Aufkleber drin von Shawn Michaels. Gähnst du selber, während du deine eigene Frage hier bist? Ich bin der klügste Klaus im Laden. Ja, ansonsten sich ein paar Prozessorlüfter in die Jacke einnähen. Ach, die Geschichten. Genau, das erinnert mich gerade an Rainer, ein Kumpel damals von früher. Der hatte mit seinem Bruder halt irgendwie sich, was man so damals in den 90er, Anfang 2000 gemacht hat, sich Tower aufbauen. Mhm. Aber die coolen haben es ja halt alle Komponenten einzeln gebaut und halt Flüssigkühlung. Arsch viel Geld ausgegeben. Und das war kein Scherz. Irgendwann haben sie sich, das hat bestimmt so ein 50 cm Durchmesser, so einen Ventilator geholt. Mhm. Und aber nicht diese Ventilatoren, die du kennst, mit dem kleinen Kreuzboden auf dem Boden und der sich so ein bisschen dreht, sondern einer, der auf dem Boden stehen musste und hatte dann halt richtig so ein Metallgestänge, was auch nochmal 50 cm nach hinten ging und das Ding richtig. Und wenn du da drinnen warst, du konntest ihn nicht verstehen. Und das hatte einen unheimlichen Sturm gemacht, das Ding. Und das hatte direkt hinter den Rechner gemacht, um den zu kühlen. Das war auch kühl, aber der ganze Raum. Also du bist ja meist dann halt aber jetzt mal in Flipflops reingegangen und dann war alles kalt. Fuß, Knie, alles war alles kalt. Ja. Für uns, weil wir zum großen Teil aus Wasser bestehen, deswegen kühlt uns die Luft ab. Hm. Aber ein Computer braucht eigentlich Zu- und Abluft. Hm. Also ich weiß gar nicht, ob das so viel gebracht hat, dass er da den 2 Mark pro Stunde Stromkostenventilator aufgestellt hat. Es war auf jeden Fall krass kalter mit dem. Ihr hattet kühle Knie, ja. Das. Ich bin ja auch, ich kriege ja dann auch immer so eine Niesanfälle bei aufgewirbeltem Staub. Also bei dieser Staubluft, also Ventilatoren. Mhm. Ich könnte mir halt auch keinen kaufen. Du weißt ja, wenn wir letztens bei Lidl ich musste dieses komische Standding holen. Ich brauche schon einen irgendwie. Ja, aber das da kriege ich. Oh. Es gibt jetzt so irgendwelche neuen, hatte ich mal, so rotorlose Ventilatoren. Ja, genau, die in der Mitte offen sind. Ja, genau, das so durchziehen. Ansaugen, ja. Wie eine Turbine. Die sehen ja ganz geil aus. Ich glaube, da gibt es jetzt auch diese arschteuren von Rowenta irgendwelche Föhns, die genau das gleiche Prinzip haben. So. Und die halt irgendwie, weiß ich, einen Ticken besser sein als die anderen, aber es wird sich doch keiner, ich glaube, es wird sich halt nicht im breiten Markt durchsetzen. Das können die dann halt so eine High-End-Föhn machen, aber. Ja, ne, ich meine, wenn du halt das Einkommen hast, kaufen sich auch Leute Bohrmaschinen von Bosch. Ja, also die Profireihe. Ja, genau, ja. Ja, natürlich, ja. Ja. Genauso kaufen Leute so, guck mal, ich will, dass der zu meinem Teufel-Lautsprecher an der Wand passt. Ja. An der Wand von jedem Zimmer. Oder halt irgendwie ein Hilti-Akku-Schlagbohrhammer. So, wo du denkst, warum denn? Hilti. Ja, ich musste mal ein Bild anbringen, ja, und da konntest du dir das nicht leihen oder mit einer. Nee, aber das ist richtige Qualität. Ja, ist es. Aber du wirst es ja niemals an die Grenzen treiben, das Ding. Das ist oder auch nur in der Quantität so oft benutzen, dass es sich lohnt. Ja. Ja. Ja, das ist halt so in so vielen Dingen. Deswegen, also ich glaube, alles finde ich ein bisschen schwierig oder da komme ich manchmal gar nicht drauf, weil da ist man ja auch vom Alter vielleicht so, dass man zu spät in das Sharing-Ding reinkam. Aber generell finde ich das Sharing-Prinzip schon, weil es halt einfach, also ich bin ja mittlerweile auch so wenig Scheiß wie möglich anhäufen und das ist dann halt auch einfach ein praktischer Nebeneffekt, neben so anderen Positivpunkten beim Teilen und deswegen würde ich mir halt auch... Deswegen haben wir uns auch angemeldet zum Schlüpfer-Sharing. Ja, genau. Schlüpfer auf der Straße rumlegen, müsst ihr einfach nur den QR-Code scannen. Und du vergisst immer deinen in Zip-Beutel zu backen, sonst läuft das Geschäft nicht. Du dünnst zu schnell aus. Wir haben schon 20 Minuten geredet.
Was sollen diese traurigen, schlechten Countdown? Nein, wir sind bei 50. Ja. Also, okay. Wir müssen uns jetzt nichts mehr aus dem Hintern saugen. Vielleicht. Kann das sein, dass du dich hier voll durchgequält hast durch deine eigene schlimme Frage? Ja, natürlich. Ich habe ja vorher nicht drüber nachgedacht, sonst wäre es ja unfair. Das könnte ich ja. Mit vorbereiteten. So wie ich immer schön vorbereitet bin. Ja, genau. Und dann gibt es ein paar Informationen. Oder der müde Klaus, der einfach sagt, wie spät ist es? Wir müssen es eine Stunde über die Uhrzeit unterhalten. Ihr hattet auch heiße Informationen. wir selber schon gelangweilt ist von seiner eigenen Moderation. Ihr hattet auch ach, scheiße. Dass zum Beispiel der Thailänder und der Mexikaner gerne scharfe Sachen essen, weil das Blut dann in den Kapillaren nach außen gelangt. Was der gleiche Grund ist übrigens, ist, warum man im Winter nicht trinken sollte. Alkohol draußen auf der Straße, um sich wärmer zu fühlen, weil man sich nur wärmer fühlt, kühlt aber schneller aus. Und wenn man erfriert, hat man noch kurz vorher noch mal so einen Hitzemoment. Ne? Deswegen werden auch gerne mal Leute nackt gefunden, die dann halt in der Kälte erfroren sind, wenn sie schön ausgezogen haben. Nee, aber das ist mir auch eingefallen. Ich mag gerne dann draußen sitzen abends und futtern und ich mag Schaf futtern. Das ist wirklich, das finde ich irgendwie ganz, ganz geil. Schönes, scharfes Schaf. Aber generell. Einmal Mortadella-Eis, bitte. Unmengen Wasser saufen. Ich glaube, ich trinke mehr Wasser als im Winter. Das ist salzig, Dirk. Mehr Wasser. Ich halte einfach nur noch diese Dinger jetzt aus. Wie Hitze. Ich halte sie einfach nur aus. Heiß, so heiß. Ja, nein, trinkt viel Wasser. Ruf den ADAC, wenn es notwendig ist. Ich habe das Gefühl, da sind gerade so zwei genervte Teufel in dir. Geht nicht raus. Sag noch was. Hör bitte auf. Ey, sag, nee, hör bitte. Ach, scheiße, ey. Einfach drinbleiben, Videospiele spielen. Hast du einen lustigen Witz bezüglich Hitze noch für uns? So ein Fips Asmussen? Also. Hier. Ja. Zwei wandern mit Stunden durch die Wüste. Sagt der eine, oh, warte mal, was denn? Oh, ich glaube, ich habe Sand im Schuh. Warte, ich habe einen, aber den musste ich anpassen für die Hitze. Du musst anfassen? Anpassen, du musst den Witz leicht anpassen. Das wird dir nicht auffallen, Zuhörer, euch wird es auch ja, nicht auffallen. Ja, aber gut, dass du es vorher sagst. Ja. Warum sitzt die Blondine auf dem Ventilator? Weil jemand gesagt hat, der Ventilator leckt. Das ist eigentlich eine Heizung. Ja. Ich sag doch, mega auf, es fällt niemandem auf. Alter Finne, ey. Können wir bitte aufhören? Zwei durch die Wüste tragen eine Autotür. Sagt der eine irgendwann, oh, ey, das bringt doch nichts, ist viel zu heiß. Mach doch mal das Fenster auf. Scheiße. Oh, kann sein, ist wärmer hier geworden? Ja. Wo verliert man am meisten Hitze? Über dem Kopf, oder? Ja. In diesem Sinne. Schreibt uns an @fürnüssepod auf Twitter. Oder fürnüsse@gmail.com. Geht auf fürnüssepod.com. Oder schreibt einen Kommentar unter YouTube-Videos von uns im Kanal Fürnüsse mit Dirk und Klaus, auch als Frage. Oder findet Fürnüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes oder Podcast Addict. Schönen Gruß an unsere Band, die Wilden Bolzen. Das einzige sechsstimmige Barbershop-Quartett. Ach, du solltest mal wieder dahin. War das ein D zum Schluss? Ja, bis nächste Woche, ihr Nüsschen. Ja, schönen Herrentag euch gehabt zu haben.